geholfen. Ja. Kannst du mal hier die Tür übernehmen, Stefan? Was ist das? Die Tür einfach mal übernehmen. Ja, reingucken, dass er gerade rauskommt. Das mach ich. Warte, kommst du? Hier, kannst du. Von hier aus kannst du das Fahrzeug auch sehen. Naja. Ja, nach vorne. Okay, das steht da noch. Schau doch nach rechts. Ich weiß nicht, ob das gerade was wird. Wenn der jetzt hier hinzieht. Genau, die Richtung. Also dann rechts abdecken dann. Ja, good luck. Ja. Das wird nix, das wird nix. Ach komm jetzt. Good luck to you, man. Geht halt ein Stück zurück hier. Jo, ja, ja. Wir sind nicht hingefahren. Naja, für den Fall wollte ich vorher die Wand oder sowas. Hast du ihn erwischt? Kontrollier den Spaß, kontrollier den Spaß. So, schau nach. Kannst mir gratulieren. Jo, ich hab ihn. Okay. Was schießt ja nicht immer dreimal? Nein. Okay, Fahrzeug ausgeschaltet. Alexander, wir hören dich die ganze Zeit. Wir hören dich die ganze Zeit, Alexander. Entweder steigst du ein oder machst das Teamspeak aus. Schön nicht, guck aber Richtung, okay. Guck Richtung Westen, ich höre dein Fahrzeug. Bei mir hat ihn Akku noch gemutet. Nordwestfahrzeug? Irgendwas getroffen? Ja, ich höre irgendwie aus West-Nordwesten Fahrzeug. Ich höre es aber nur, kein visueller Kontakt. Steffen? Ja. Ey, wer liegt am Boden? Ja, komm, bin getroffen. Ja. Hm? Ich denke mal, das ist PNC, wieso steht. Ach, PNC ist das. Du dir so rum? Kontakt Nordwest, 320 Grad. Ja, der. Parallel neben dir. Ja, Medic, oder? Ist der tot? Ah. Schätze ich mal, ja, also ich. Ich sollte mein Vater sein. Nee, sehe ich mich bewegen. Nee, nee, der ist bei mir drin. Okay. Okay, er ist tot. Okay, soweit so gut. Wow! Was war das denn? Ich schaue jetzt wieder einfach von euch eine Granate. Ja, du kannst wieder losfahren, Moss. Pixel? Okay. Ja. Wie ist das Feedstuff bei euch? Mehr als 4 Granaten geschafft? Ja, wir sind zu 5, die sind alle okay. Ich bräuchte dann mal Fahrer für. Unser Fahrer gerade gestorben ist. Kannst du da nicht einen von den Bodyguards nehmen? Die sind doch auch zu 5 oder so. Oder warte, Darf ich die denn abziehen? Okay, pass auf, Stefan. Ja, aber so. Die fährt mit dem Gunman in Ozone 2, der braucht ein paar. Okay. Stefan, bitte. Hier, wo ich stehe. Okay, wir warten unsere Fahrer. Kodiak, du spielst wieder dein SUV. Ich fahr jetzt mit Stan. Okay, hier ist F1. Ist sie wieder aufgesetzt? Ich bin Medic. Nee, das war Stefan. Steffen ist noch dran, oder? Achso, okay. Steffen, schmeiß dich rein. Ich glaube, es geht weiter. Nope. Na, wie ist es so? Klimaanlage läuft noch? Geht alles, ne? Es ist richtig kalt hier. Da weißt du noch nicht, was gut ist. SF1, achso, Berliner, alle Konvoi-Fahrzeuge, unser zweites Fahrzeug Verlust, ist ab sofort unbewaffnet. CMZ war Fahrer, den hat's wohl rausgeschossen. Und wir fahren weiter, sind dann aufgesessen. Vorne, glaub ich, ja. Oh, da vorne rechts rein, läuft noch einer auf 320. Oh. Komm zurück. Okay, mein erstes Fahrzeug wird noch arg beschossen. Ich würde sagen, wir fahren noch nicht weiter. So, ich bin wieder da. Also Wechsel? Ich hab grad noch einen Kontakt gesehen auf 320 Grad, ne? Ja, die wurden ordentlich beschossen da vorne. Da, die werden immer noch beschossen. Ich bin dafür, dass zwei die Spitze über sind. Ja, aber da ist mir ein Kontakt. Die haben noch zwei Fahrzeuge einsatzbereit. Einer down. Ich geh mal eben mit Gunny. Gunman, du bist doch SF2 Lead, oder? Mila,
Wir müssen doch die Spitze übernehmen. Ihr habt noch zwei einsatzbereit bewaffnete Fahrzeuge. Wir haben nur noch eine Minigun. Verstanden. Kontakt auf 23 Grad hier beim Süden. Okay, los, Feuer, auf, was du siehst. Ja, er hat's hingelegt. Da ist ein kleiner Stein, da liegt er ungefähr. Sehe ich. Seid ihr bereit zum Abfahren? Können wir losfahren? Wie viele haben wir noch? Sekunde. SF1 aufsetzen. SF2 überholt uns gleich und übernimmt auf die Spitze. Gunman und Stefan, ich will dann die Spitze übernehmen. Die ja, ich muss gerade noch ein Morphium mehr geben. Oh nee. Ja, ist in Ordnung, die fahren jetzt hinten. SF2 fährt vor. Stefan, hast du es gehört? Ja, haben wir kommt rein. Okay, SF1 ist aufgesessen und fahrbereit. Geht so um, setzt sich vor den. Hier, Echo 2, wir sind auch wieder in der Luft und fast hinter euch. Hier, SF2 über der Spitze. Der musste gerade mal. Na, ich musste mich gerade mal heilen. Was ist mit CMZ jetzt? Den. Okay, SF1 hier ist eingereiht, es kann losgehen. Ja, aber während der Fahrt ist das schlecht. Ja. Wer ist denn hier verletzt? Wer sitzt neben mir? Famous, aber ich wurde versorgt. So? Na, ja, er hat nur noch kein Medkit bekommen. Dein linkes Knie ist blutrot. No. Ja. Du machst ja meine Sitze dreckig. Gib Ruhe, ich beschütze dein Leben. Ich hab ihm vorhin extra gesagt, du, der Rhabarbersalat färbt, aber nee. Mila, du hast was von Konvoi-Führung als erstes Team. Verstanden. Oha. So, Männers, jetzt müssen wir. So, Teamspeak ist backup. Dreimal schon abgestürzt, ey, krass. Ja, das ist erst nach diesem neuen Update. Ja. Habt ihr es über Teamspeak geupdatet oder nochmal den Schlitt installiert? Ich hab's noch gar nicht geupdatet, ehrlich gesagt. Ja, komm, wir wieder anfahren. Ja. Okay, also wenn's wieder steigen. Muss also in der neuen ACE-Version liegen, nehme ich an. Aber ich hab komischerweise keine Ahnung. Also wenn's wieder anfahren, ich jeden genau. Abend durch. Warte mal, das Fahrzeug, das zweite Führungsfahrzeug, oder? Okay. Lass mal überholen. Jetzt. Steigert die Überlebenschance. Ja. Oder auch nicht. Weil jetzt hier direkt auf das dritte Fahrzeug. Wie weit müssen wir noch? Berliner ist. Achso. Ja, das wird Bastam, danach geht's rechts ab und dann. Ja. Ein Viertel der Strecke fehlt da noch. Mhm. Weil Berliner ist der weiße Barack Obama. Reifentreffer. Ich wurde getroffen. Ja. Blutest du stark? Ins Rot. Keine Ahnung. Ja, wie also doll rot ist denn das Bild? Ja, ein bisschen minimal. Okay, dann können wir noch ein bisschen. Wenn ihr jetzt nirgends anhalten. Ja, der Straßensperre ausweichen. Die haben Angst vor IDs. VIP-Fahrzeug, wir müssen gleich mal halten für medizinische Versorgung. Wir haben einen Reifentreffer und unser Beifahrer ist getroffen. Links von uns im AK-Schütze. Ja, genau, auf die Straße, damit wir eigentlich keine Deckung haben. Positiv, sind schon in der Stadt. Okay. Wolf, du ja? Wer braucht Medic? Amos? Nein.
Oh. Unser Blackhawk wurde getroffen. Der Blackhawk geht runter. Okay, braucht noch irgendjemand? Ist noch wer am Blut oder so? Steffen, häng dich an mich ran, wir gehen zum Blackhawk. Ich zwei am naja, wir sollten die VIP nicht verlassen. Er sagt 1 Blackhawk oder wie meint ihr das? Ja, es wird gut miteinander hingehen. Okay, komm mit. Blackhawk ist auf. Ey, ich hab hier Stimmen aus dem Haus, direkt hinter mir. Ich bin hier in der Hauptstadt. Klasse, war das jetzt Friendly, oder? Ja, das ist geil. Mila, der lag hier auf dem Balkon. Okay, der hat sich, ja. Einer war auf dem Balkon. Immer noch 30, 40 Grad oben auf dem Hügel. Leck, Steffen. Die zwei Piloten wurden von der Minigun voll weggebrutzelt. Ja, hat sich der Maximilian ein bisschen zu früh gefreut über die Ziele. Ja. 30, 40 Grad auf dem Hügel sehe ich nichts. Steffen, doch, ja. Läuft weiter Richtung. Hab ihn. Der andere weiter auf dem Hügel. Ausgeschaltet. Links neben dem Felsen, da hat sich gerade einer hingeworfen. So, oh, F1, wie ist der Status? Können wir weiterfahren? Oh, ja, wir müssen aufsitzen, dann können wir weiter. Oh, verstanden, dann aufsitzen und bereit machen. Okay, SF1 aufsitzen. Nur noch 2 von G. Unser Reifen ist dunkelorange. Egal, er ist noch dran. Genau, nach Festkomm ab und noch geht's. Der hält auch mit einer Mutter. Ja. Ich hab grad noch ein Stück Kaugummi drüber geklebt, das soll er nicht passen. Sonst müssten wir halt auf einen anderen wechseln, aber ist egal. Na, ich kann ja auch den Wagen auf die beiden rechten Räder stellen und dann halt so geneigt fahren. Und Abfahrt. Na, siehst? Geht doch. Night Rider. Hm. Kit, du schaffst es. Steffen? Ja, wir warten nur, dass einer losfährt. Oh, hat ich seinen erkannt? War das der Teamkeller? Nein. Nee, Maximilian. Aber gut, ist klar, in so einer Situation ballert man halt. Ja. Ja. Pilotenhelm kann man ja leicht unterscheiden durch. Ja gut, aber normalerweise Pilot, ich hätte dann die Stirn gehalten und hätte erstmal das SF-Team angefordert, so. Die haben ja bestimmt MPs dabei oder sowas. Was hat man da reingesetzt, sag mal? Oh, die fahrt mitten durch. Ja. Oh, Steffen, jetzt musst du selbst entscheiden. Genau, immer schön Fahrzeug auf der linken Flanke. Habe ich mir auch so gedacht. Wurde wieder getroffen. Da war ein bisschen härter. Na, vielleicht nur das Fahrzeug. Die Frage ist halt, ob dein Bildschirm jetzt gerade rot pulsiert. Ja, tut er. Oh, dann blutest du wirklich. Das Ding soll die RP-Fahrzeug sein. Wir brauchen wieder einen kurzen Stopp. Wir haben wieder einen Getroffenen zum Verbinden. Stopp, einer ist getroffen. Wir müssen abfahren. Explodierte Lage, aber ich steige ausgedeckt. So, wer? Wolf, du? Famous.
Wo ist er denn? Ja, links. Hinter dir. Also. Ja, bleib doch mal stehen. komm mal hinter rein. Ich hab hier Kontakte auf dem Hügel. 110 Grad. Na dann, Feuer frei. Ja, nee, das ist nur eine Info für die anderen. Das klang so, als ob du wissen wolltest, was du tun sollst. Nein. Hinter mir haben sie gesagt, hier auf was ich Feuer. Okay. Danke. Jo. Fertig mit Kuscheln. Weg hier. VIP-Auto, wir sind fertig, Opfer bereit. Jetzt vollständig. Verstanden. SF1 wieder aufsitzen. Nicht zurückfahren, Steffen, hinter uns ist Fahrzeug. Nee. Welches Fahrzeug muss ich hier? Wendekreis 5 Meter. 5 Meilen, meine ich. Ja. Die hätten jetzt beinahe einen überfahren. Naja. Warte mal kurz, halt, der CMZ hat noch kein Fahrzeug. Also er hat noch kein Fahrzeug, okay. Kriegt jeder ein eigenes oder was? Mittlerweile schon. Wie, jetzt rennt er jetzt hinter uns her hier oder was? Ja, der ist noch in Bastam, nee. Oder? Vielleicht schießt irgendeiner einen Schuss auf die Tankstelle und es macht Bumm. Sie den Dax, wie wär's mit Fahren? Warte auf Bereitschaft, Abfahrt. Worauf warten wir? Ey, Bereitschaft. Jetzt haben wir es ja bald, jetzt sind wir schon bei Waypoint 8. Pff, rechts. Weiter. Ich warte auf so eine MG-Stand oder irgend so ein fettes Teil, wo uns auseinander nimmt. Lecker, der Einschusslöcher, 3 Stück zählig. Was jetzt? Also überholt sie schon die zweite Führungsfahrt. Ja, ich bin doch nicht bescheuert. Da sind sie wieder. Da hinten ist gerade eine Mauer umgefallen. Großkaliberbeschuss! Halt, stopp dabei, der Häuser bleiben. Motor aus. Müssen wir so 2 Sniper-Schüsse in die Frontscheibe. Hier, ja. Echo, dein Konvoi, wir sind schon wieder da. Guck mal, ich hab hier von Echo 3 klingt genauso wie der von Echo 2 und Echo 1. Tja, dritten als hier. Klone. Genau, Clone Wars. Was erwartet uns eigentlich auf dem Flugfeld in Resman? Angeblich cool. Oh. Ich hab Gefühl, dass der Kuchen eine Lüge ist. Ich hoffe auf eine fette Straßensperre. Garmin hinten anschließen. Über die Führung. Hallo. Komm, wollte den Garmin überholen. Garmin hat keinen Schuss mehr. Garmin übernimmt das Schlusslicht. Können sie doch trotzdem noch als ein Metallschild für uns dienen können. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Hm.
Ich hab grad einen